Will man Energie einsparen, muss man zunächst einmal den Verbrauch detailliert messen. Mit der Idee, eine solche Messkampagne in Schienenfahrzeugen durchzuführen, stieß der emeritierte Physiker Prof. Dr. Peter Oehlhafen bei der BLS AG auf offene Ohren. Die eindrücklichen Messresultate haben zu einem umfassenden Modernisierungsprogramm der 36 NINA S-Bahn-Züge geführt, das 2019 abgeschlossen wird. In Teilprojekten des von Peter Oehlhafen initiierten Energiesparprogramms sind weitere Transportunternehmen und viele Partner aus Forschung und Industrie beteiligt. Die Energieeffizienz ist für die BLS ein wichtiges Thema. Mit den Erkenntnissen aus den detaillierten Energiemessungen konnten im Anschluss konkrete Energiesparmaßnahmen umgesetzt werden. Daraus resultierten für alle BLS-Flotten eine Gesamtenergieeinsparung von 13 Gigawattstunden. Dies entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 3.200 Haushaltungen. Bereits vor 10 Jahren hat man sehr viel über Energieeffizienz gesprochen. In diesem Zusammenhang habe ich mich gefragt, wie viel Energie wird eigentlich von so einem Zug hier verbraucht, für die Heizung, für die Kühlung beispielsweise, einfach für die Komforteinrichtungen. Ich als Physiker habe mir gesagt, das muss gemessen werden. Und ich habe gesucht nach einem Partner, um eben solche Messungen zu machen. Und zum Glück gibt es in der Schweiz die BLS. Das war für uns der ideale Partner, um so ein Projekt durchzuziehen. Und wir haben zusammen mit der BLS eine Messeinrichtung konzipiert und dann schließlich eingebaut.